zum Thema Funktion ersten Grades. Wir starten hier mit zwei Entdeckungsaktivitäten. Hier die erste. Ein 15 Jahre alter Fußgänger geht mittags von Kelmis aus in Richtung Lüttich und legt 5 Kilometer pro Stunde zurück. Nach einer Stunde hat also 5 Kilometer zurückgelegt. Nach 2 Stunden hat 5 mal 2, das heißt 10 Kilometer zurückgelegt. Nach 3 Stunden hat 5 mal 3, das heißt 15 Kilometer pro Stunde zurückgelegt und so weiter. Durch diese Angaben entsteht eine solche Wertetabelle. Die linke Spalte nennen wir die X-Spalte, das sind die Zeiten in Stunden h ausgedrückt. Und die rechte Spalte nennen wir die Y-Spalte, das sind die zurückgelegten Distanzen in Kilometer ausgedrückt. Und so entstehen solche Zahlenpaare 1, 5, 2, 10, 3, 15 und so weiter. Zahlenpaare, die wir als Punkte in einem Koordinatensystem einzeichnen können. Wir nennen hier die X-Achse die Zeitachse, Zeit in Stunden ausgedrückt, und die Y-Achse nennen wir die Distanzachse, Distanzen in Kilometer ausgedrückt. Durch diese Tabelle entstehen also diese Punkte und es entsteht automatisch auch eine Grafik dieser Art. Somit entsteht ebenfalls die Funktion f, die jeder Zahl x, die Zahl f von x, also 5 mal x, zuordnet. So entsteht also auch die Gleichung dieser gesamten Geraden y gleich 5 mal x. Und diese Gleichung gilt für alle Punkte dieser Geraden. Nehmen wir zum Beispiel diesen Punkt, der hat als Koordinate 6, 30. Diese 30, dieser y-Wert, ist effektiv 5 mal diese 6, dieser x-Wert. Und das gilt für alle Punkte dieser Geraden. Wir nehmen einfach irgendwo einen x-Wert, selbstverständlich auf der horizontalen x-Achse, berechnen dann durch y gleich 5 mal x die entsprechende Ordinate aus und so erhalten wir einen Punkt dieser Grafik. Das funktioniert effektiv für alle Punkte von dieser Grafik. Wenn wir von einem Grafikpunkt um eine Einheit nach rechts fahren, dann müssen wir um 5 Einheiten nach oben fahren, um zu der Geraden zurückzukehren. Nochmal, wenn man irgendeinen geraden Punkt nimmt und fährt um eine Einheit nach rechts, dann muss man um 5 Einheiten nach oben fahren, um zur Geraden zurückzukehren. Also so. 1, 5, 1, 5, 1, 5. Diese 5, die ist in dieser Gleichung hier abzulesen, sowie auch in dieser Gleichung. Das ist immer die Vorzahl von x. Wir schließen also daraus, wenn die Vorzahl von x in dieser Gleichung positiv ist, dann ist der Graph dieser Funktion f steigend. Hier die zweite Entdeckungsaktivität. Ein Aquarium ist 15 cm hoch mit Wasser gefüllt. Die Wasserhöhe nimmt durch Verdunstung täglich um 0,8 cm ab. Nach einem Tag nimmt die Höhe also um 0,8 mal 1 cm ab. Nach zwei Tagen nimmt die Höhe um 0,8 mal 2 cm ab und nach drei Tagen um 0,8 mal 3 cm und so weiter. Durch diese Angaben entsteht eine solche Wertetabelle. In der linken Spalte, X-Spalte,
werden die Zeiten angegeben mit der Einheit Tag. In der rechten Spalte, die Y-Spalte, wird die Höhe des Wassers angegeben in Zentimeter. Und solch eine Tabelle führt dann in einem Bezugssystem der Ebene, in der wir die X-Achse, die Zeitachse nennen, Zeit in Tag ausgedrückt, und die Y-Achse, die Höhenachse, Höhe in Zentimeter ausgedrückt, in solch einem Bezugssystem entstehen durch solch eine Wertetabelle solche Punkte. Wir haben effektiv den Punkt mit Koordinate 0, 15, das ist dieser Punkt, dann 1, 14,2, das ist dieser Punkt, 2, 13,4, das ist dieser Punkt und so weiter. So entsteht also auch eine Grafik dieser Art. Und so entsteht auch die Funktion f, die jeder Zahl x, die Zahl f von x, das heißt 15 minus 0,8 mal x, zuordnet. Und so entsteht also auch die Gleichung dieser Geraden, y gleich 15 minus 0,8 mal x. Und diese Gleichung, die gilt für egal welchen Punkt dieser Geraden. Nehmen wir zum Beispiel diesen Punkt, der x-Wert ist 5, der y-Wert ist 11. Und diese 11, das ist ganz genau 15 minus 0,8 mal diese 5. Und das geht für egal welchen Punkt von dieser grünen Geraden, es gilt immer, der y-Wert von irgendeinem geraden Punkt ist nichts anderes als 15 minus 0,8 mal x, wo x die Abszisse von diesem geraden Punkt ist. Das funktioniert effektiv für alle Punkte von dieser Geraden. Übrigens, für unser Aquariumproblem nehmen wir selbstverständlich nur den Teil der Geraden, der bei 0, 15 beginnt und der auf der Zeitachse hier endet. Zusätzlich können wir feststellen, wenn wir von irgendeinem geraden Punkt ausgehen und um eine Einheit nach rechts fahren, dann müssen wir dieses Mal um 0,8 aber nach unten fahren, um zur Geraden zurückzukehren. Also hier sieht die Sache so aus, von irgendeinem geraden Punkt fahren wir um eine Einheit nach rechts und um 0,8 nach unten. Also trage ich hier minus 0,8 ein. Nochmal, geraden Punkt, 1 nach rechts, um 0,8 nach unten, so erhalten wir einen weiteren geraden Punkt und so weiter. Und diese Zahl minus 0,8 ist genau die Vorzahl von x in dieser geraden Gleichung, sowie auch in diesem algebraischen Ausdruck der Funktion f. Da diese Zahl streng negativ ist, ist die Gerade fallend. Wir verallgemeinern. Ein Gesetz f, das jeder Zahl x die Zahl f von x, das heißt a mal x plus b, zuordnet, ein solches Gesetz f heißt Funktion ersten Grades. Und diese Funktion ersten Grades wird durch die Gerade mit Gleichung y gleich a mal x plus b grafisch dargestellt. Jetzt deuten wir diese zwei Zahlen b und a. Beginnen wir mit b. Diese Zahl b heißt y-Achsenabschnitt, weil die Gerade mit dieser Gleichung immer den Punkt 0b enthält. Überprüfen wir, wenn x 0 ist, dann wird y a mal 0 plus b, also b. Das heißt, diese Gerade mit Gleichung y gleich ax plus b enthält automatisch diesen Punkt
mit Koordinate 0b, was also bedeutet die Zahl von da bis da. Das ist diese Zahl b, die in dieser Gleichung zu erkennen ist, die auch im algebraischen Ausdruck der Funktion f zu erkennen ist und die man y-Achsenabschnitt nennt. Jetzt diese Zahl a. Die Zahl a heißt Steigungsfaktor der Geraden, denn sie gibt Informationen über die Steigung der Geraden. Wir haben hier die Gerade. Wir nehmen zum Beispiel diesen geraden Punkt mit Koordinate 0b. Von diesem Punkt aus fahren wir immer um eine Einheit nach rechts. Wenn die Zahl a streng positiv ist, dann fahren wir um ihren Wert vertikal nach oben und so erhalten wir einen weiteren Punkt der Geraden. Machen wir es nochmal. Von diesem geraden Punkt aus fahren wir immer um eine Einheit nach rechts und dann um a nach oben, wenn a streng positiv ist, und nach unten, wenn a streng negativ ist. Und so erhalten wir mehrere geraden Punkte und können so sehr schnell diese Gerade zeichnen. Wenn die Zahl a streng positiv ist, dann steigt die Gerade. Und wenn die Zahl a sehr groß ist, dann steigt die Gerade sehr stark. Und wenn die positive Zahl a klein ist, dann steigt die Gerade schwach. Schauen wir jetzt in diesem Fall. Auch hier haben wir den geraden Punkt mit Koordinate 0b. B ist ja der y-Achsenabschnitt. Von diesem Punkt aus fahren wir immer um eine Einheit nach rechts. Und jetzt fahren wir vertikal um a-Einheiten nach oben, wenn a streng positiv ist, und wie hier nach unten, wenn a streng negativ ist. So erhalten wir 1 nach rechts, a nach unten, einen weiteren geraden Punkt. Machen wir es nochmal, von hier aus eine Einheit nach rechts und um a-Einheiten nach unten. Dann könnte man das so weitermachen und erhält so sehr schnell mehrere geraden Punkte. Also ist diese Zahl a streng negativ, dann fällt die Gerade. Ist diese streng negative Zahl sehr klein, dann fällt die Gerade sehr stark. Wenn diese negative Zahl nicht sehr klein ist, dann fällt die Gerade auch nicht sehr stark, dann fällt sie eben schwach. Wir können hier daraus schlussfolgern, die Zahl a ist streng positiv dann und genau dann, wenn die Gerade steigt, und die Zahl a ist streng negativ dann und genau dann, wenn die Gerade fällt.